Hallo zusammen, hier ist Rex und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein eher entspanntes Thema. Und zwar, es soll heute ein bisschen um Geschäfte gehen und ob diese vom Aussterben bedroht sind. Das ist eine Sache, über die ich öfters mal nachdenke, weil ich doch in letzter Zeit eigentlich nur noch von Amazon, eBay etc. kaufe. Ich finde persönlich, dass diese ganzen Läden wie Mediamarkt, Saturn etc. tatsächlich bedroht sind vom Aussterben. Warum ist das so? Die erste Sache ist, dass Amazon, das ist sowieso der größte Grund, deutlich bessere Preise hat, meistens. Also, ich habe an diesem Black Friday stark gemerkt, dass die Preise von den Läden nie mit Amazon mithalten können. Und ich denke auch, dass der Black Friday der Grund für dieses Video ist, weil ich da noch mehr drüber nachgedacht habe. Aber es ist halt so, dass an Black Friday die Läden relativ okay Preise hatten. Also es gab tatsächlich zum Beispiel ein Galaxy S8 für 500 € und Amazon hatte das genauso. Und ja, das waren halt einige dieser wenigen Angebote, wo die Läden wirklich mit dabei waren. Aber es gab nie irgendwie etwas, wo ich sagen konnte, jo, Saturn oder Mediamarkt sind billiger als Amazon. Und die haben auch nicht wirklich die gleiche Auswahl an Produkten. Und ja, bei Amazon hast du auch noch die Tatsache, dass du nicht irgendwie anstehen musst oder du musst nicht darauf hoffen, dass du das Produkt überhaupt bekommst, weil im Internet steht das dann, ob das vorrätig ist oder nicht. Und die zweite große Sache ist einfach der Kundenservice. Der Kundenservice von Mediamarkt und Saturn zum Beispiel. Wir reden jetzt nur über diese zwei großen, weil andere würden mir jetzt nicht so einfallen. Es gibt noch andere Ketten, aber die sind mir jetzt nicht so gut bekannt und ich kaufe da auch nicht wirklich ein. Beziehungsweise ich kaufe auch bei Saturn Mediamarkt nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Und es gibt gerade bei diesen beiden keinen guten Kundenservice. Meistens, wenn ich da irgendwas kaufe und es zurückgeben möchte oder irgendwie Support möchte, keine Ahnung, sind die total komisch zu einem, die sagen nur, du bist schuld und hast du nicht gesehen. Es ist teilweise echt eine Frechheit, wie die mit den Kunden umgehen, das müsst ihr mal sehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung hattet, aber bei mir war das fast immer so und deswegen kaufe ich da eigentlich nicht ein. Das ist einfach genau der größte Grund. Selbst wenn irgendwas da billiger wäre, würde ich da nicht einkaufen, weil ich einfach keine Lust habe, bei einem Fehler des Geräts oder sonst irgendwas mich mit denen auseinanderzusetzen, weil die doch einfach, ja, auf die Kunden scheißen. Man merkt das auch immer. Dritte Sache ist, bei Amazon hat man gar keine Beratung. Das möchte ich zugeben, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie Amazon einen Vorteil rausschlage. Aber bei Mediamarkt und Saturn, die Beratung ist auch nicht gut. Das heißt, gar keine Beratung zu haben, ist auch nicht so dramatisch bei Amazon. Und dafür gibt es Reviewer, es gibt Testberichte. Da brauchen wir diese ganzen Typen nicht mehr. Ich habe des Öfteren erlebt, dass ich in den Laden reingehe und diese Leute, die da arbeiten, einfach keine Ahnung von irgendetwas haben. Man fragt die zum Beispiel irgendetwas über das Gerät, zum Beispiel bei einem Fernseher, wie viel Hertz der hat oder sowas, und die wissen es nicht, beziehungsweise die lesen dir teilweise einfach vor, was auf der Box steht. Und was ich richtig dreist finde, ist, dass die Leute da versuchen, irgendwelche Geräte zu verkaufen, die die Leute gar nicht brauchen. Ich kann verstehen, dass man Geld machen will, aber das ist echt dreist. Ich war des Öfteren zum Beispiel in Saturn und da haben die Mitarbeiter tatsächlich versucht, älteren Menschen vor allem, die ja nicht so viel Ahnung von Technik haben, keine Ahnung, zum Beispiel ein Galaxy S5 damals anzudrehen. Und ja, das ist echt dreist. Bei einer Frau, glaube ich, habe ich sogar gesagt, kaufen Sie sich das nicht, das ist totaler Schwachsinn, Sie wollen ja nur das und das. Kaufen Sie sich lieber so ein billiges Gerät, ne? Ich finde das, wie gesagt, echt dreist. Und ja, allgemein alles zusammenkommt, ist es so, dass Amazon, eBay und ganz viele andere Online-Portale einfach deutlich mehr Vorteile bieten, viel billiger sind und das Zurücksenden etc. viel problemloser geht. Und deswegen finde ich einfach, dass diese ganzen Läden irgendwann aussterben werden. Ich kann verstehen, wenn jetzt jemand sagen würde, das stimmt gar nicht und die haben eine zu große Wichtigkeit für die Leute, dass das nicht aussterben wird. Aber ich glaube, dass es momentan einfach so ist, dass die Leute das noch benutzen, aber irgendwann wird das zurückgehen, weil die Leute dann irgendwann begreifen werden, dass diese Online-Shops mehr Vorteile haben. Ich sage nicht, dass die Online-Shops insgesamt in allem besser sind, aber die meisten Punkte, die für mich wichtig sind, die sind viel besser und deswegen werde ich in diesen Läden nicht einkaufen. Es ist einfach schwachsinnig, dass du dahin gehst, zum Beispiel für Support, und dir dann gesagt wird, dass du schuld bist oder sonst irgendein Mist, obwohl die gar keinen Beweis dafür haben. Und ich finde es, wie gesagt, auch einfach scheiße, dass die Preise irgendwie nie mithalten können. Das gleiche gilt zum Beispiel für GameStop. GameStop ist sowieso mir ein besonderes Dorn im Auge, weil dieser Dreckskonzern es tatsächlich wagt, jedes Spiel mit dem Vollpreis auf den Markt zu werfen, ne? Es ist nie irgendwas reduziert. Selbst Monate nach Release von einem Spiel ist das Ding einfach immer noch bei 70 Euro. Und das ist einfach echt
behindert. Saturn und Mediamarkt machen wenigstens zu Release immer, keine Ahnung, 10-Euro-Aktion, also dass du das Spiel 10 Euro billiger bekommst. Mediamarkt tatsächlich immer öfter 55 Euro. Das finde ich in Ordnung. Und ich finde bei so Spielen oder so, wenn die tatsächlich billig sind zu Release, man muss die unbedingt haben, dann finde ich es okay, da mal einzukaufen. Also das mache ich auch mal ab und zu, weil manchmal möchte man ein Spiel direkt spielen und bei Amazon ist es dann 70 Euro. Wie gesagt, diese Läden haben schon Sinn, aber tatsächlich ist es so, dass man die meisten Geräte wie zum Beispiel Konsolen und Fernseher und sowas doch online kauft, weil besserer Kundenservice, besserer Preis und eine viel problemlosere Zurücksendeaktion im Allgemeinen. Und ja, wenn man auch weiß, wie man mit den Leuten da schreiben muss und sowas, dann geht einfach alles viel einfacher. Eine Sache, die ich doch spannend finde, ist, dass im Fernsehen letztens in den Nachrichten mal gezeigt worden ist in der Stadt, wie es wäre, wenn alle Läden geschlossen hätten. Die haben dann überall einfach so Papier und sowas über die Schaufenster gehangen, damit es so wirkt, als ob da nichts mehr ist. Also, dass die Läden dicht gemacht haben. Und es ist tatsächlich eine ziemlich komische Atmosphäre. Und ich glaube nicht, dass ich in so einer Atmosphäre leben wollen würde. Also, es wäre schon dramatisch, wenn das wirklich komplett so passiert. Also, wir reden jetzt hier auch nur wirklich über Technikgeschäfte. Es gibt auch noch ein paar andere Branchen. Und ich sage da nicht bei allen, dass die scheiße sind und zumachen sollten. Bei denen trifft das aber auch teilweise zu, was ich hier alles gerade gesagt habe, dass die vom Aussterben bedroht sind. Ne? Also zum Beispiel auch Spielzeuggeschäfte und sonstige Geschäfte. Ich fände es echt schade, wenn das passieren würde, tatsächlich bei gewissen Geschäften, aber ich denke, die Technikgeschäfte sind im Moment am stärksten betroffen und auch am stärksten gefährdet, einfach weil Amazon denen richtig Konkurrenz macht und eBay auch und Notebooks billiger und hast du nicht gesehen, also es sind so viele Online-Geschäfte, die kann man gar nicht alle aufzählen. Ja, das war nur so ein kurzer Gedanke zu dem ganzen Thema. Ich denke, man kann da noch ziemlich viel drüber diskutieren. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, die Geschäfte werden irgendwann zumachen und wir werden das gar nicht mehr haben? Alles wird über das Internet geschehen, zum Beispiel Amazon, eBay, wie gesagt. Oder denkt ihr, dass die ganzen Geschäfte auf jeden Fall noch eine sehr lange Zeit für uns da bleiben werden und einfach nie weggehen werden? Ich persönlich habe ja gesagt, was ich davon halte. Ich glaube, dass die irgendwann aussterben werden. Im Moment nicht. Das kann ich dazu sagen. Im Moment scheint es doch noch gut genug zu sein. Aber irgendwann wird das den Leuten wahrscheinlich nicht mehr reichen. Zumindest denke ich das so. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.